Eltern und Bürger aus Dünsen haben im Kampf um ihre Grundschule einen ersten Erfolg errungen. Der Schulausschuss der Samtgemeinde Habstedt hat sich dafür ausgesprochen, die Schule zu erhalten. Eltern aus Kirchseelte und Groß-Ippena soll es ermöglicht werden, ihre Kinder ebenfalls nach Dünsen zu schicken. Mehr als 3 Stunden wurde im Habstädter Hotel zur Wasserburg diskutiert. Viele Menschen aus Dünsen machten ihre Haltung zur drohenden Schulschließung deutlich. Die Entscheidung des Ausschusses muss der Samtgemeinderat noch bestätigen.